Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky. Oh, Sky Factory, Mann. Ich will mich immer verplappern. Weil ich gucke ja auch manchmal hier umgehe und so. Ja, und da spielt ja gerade Skyport. Und deshalb hätte ich mich gerade fast verplappert. Man wollte schon Skyport ansagen, ist natürlich falsch. So, letzte Folge haben wir ein bisschen an der Plattform geschraubt. In diese Richtung. Da stehen auch schon einige Zombies rum. Ich musste mich hier einbauen. Da kam nur ein Sapling raus. Ist das doof? Ja, wir werden gleich, sobald es Tag ist, wir könnten auch schlafen, aber darauf habe ich keinen Bock. Im Moment zumindest nicht. Na, dann kann ich hier noch ein bisschen bauen. Abbauen. Nicht bauen, sondern abbauen. Außerdem wird es gerade, glaube ich, auch schon Tag. Wir haben 4.26 Uhr. Erde. Aber ich hoffe, dass wir gleich noch mal eine Schere kriegen, mit der wir dann wieder Laub abbauen können. Aber da stehen schon wieder Zombies rum. Giant Waffel. Oh, der hat wieder was gedroppt. Zwei Tofu bieten, Bacon. Ey, warum vergiften die mich? So, es ist Tag. Das heißt, wir können die Zeit nutzen, um hier... Warum vergiften die mich? Oder was ist das? Hunger. Ja, toll. Aber jetzt wahrscheinlich, weil es Tofu ist. Weil es kein Fleisch ist. Deshalb. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Das verstehe ich. Von Tofu kann man ja auch nicht satt werden. Ich weiß, die Vegetarier oder Veganer oder keine Ahnung, die werden sagen, doch, doch, das geht. Ja, mag ja sein. Ich nicht. Ja, wie gesagt, auf diese Plattform soll mein Häuschen kommen. Ich denke, das werde ich groß genug bauen. Natürlich schon ein Riesenareal, was ich hier ausbaue. Und ist auch nur ein Bruchteil, ja. In die andere Richtung geht es nämlich auch noch. Also es ist ja bloß die Hälfte. Aber das kriegt man locker zugebaut. Das kriegt man nämlich alles hin. Wenn wir uns nicht immer wieder so oft verklicken würden, das kennt ihr ja schon von Minecraft City. Ah, jetzt. Wollte ich gerade sagen, jetzt läuft's. Immer so, wenn man denkt, es läuft, dann passieren die Fehler. Die
Zombies sind leider alle gestorben, sodass sie hier nichts zurückgelassen haben. So. Schon wieder alles leer. Ah, da haben wir noch 30. Ach Mann, verklick dich doch nicht immer. Das ist einfach nervig. Du hast das doppelte Geschäft, ja? Könnte ich auch langsamer bauen. Aber warte mal! Ich bin doch doof! Ich bin ja wirklich doof! Was haben wir ganz am Anfang gekriegt? Ein Builder's Wand. Mal gucken, ob der wirklich funktioniert. Was ist denn das für ein Builder's Wand? Der ist ja komisch. Also es gibt ein Builder's Wand. Der funktioniert aber ganz anders. Ja, Plattform bauen ist auch nicht so gerade spannend für euch, glaube ich. Das muss ich machen. Ich muss Plattform bauen. Und ich muss auch ausleuchten. Leute. Wow. Fuck. Jetzt dachte ich, ich stürze ab. Ich habe wirklich schon. Hab mich schon unten gesehen. Das war knapp. Es war wirklich knapp, also es war nicht gespielt oder so. Da hatte ich die Hosen mal kurz gestrichen voll. So, wir brauchen wieder Holz. Wenn ich es brauche. Diesen komischen Builder's Wand legen wir mal wieder weg. Nicht, dass wir den irgendwie aus Versehen verlieren. Mittagszeit. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, hier auch die Bäume abzuholzen und dann gleich nochmal an der Plattform zu bauen. Wenn ich die jetzt voll auf der einen Seite fertig bauen könnte, das wäre natürlich schon gigantisch. Also aus der Birke kommt eigentlich wenig Saplings aus, finde ich gerade.
als aus anderen Bäumen. Auf der Akazie kamen eigentlich recht viele raus. Ich habe ja nur eine eingepflanzt und glaube 11 Saplings oder so gekriegt. Ja. Das ist eigentlich gut. Aber die baut es sich immer so Scheps. Und dann kann man damit nicht richtig was anfangen. Wir haben Nachmittag. Da muss ich gleich aufpassen, dass ich weiterbaue. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Holz. Verdammt! Das wird nicht reichen. Es wird bei weitem nicht reichen. Vor allem nicht, wenn sowas passiert. Ich dachte, ich hätte voll mega viel Holz. Das ist wohl gar nichts hier. Ja, wobei ich sagen muss, die Fläche ist auch riesig. Aber es ist ja bloß die Hälfte. Ja? Könnt ihr euch mal überlegen, wie viel Holz ich dafür noch brauche? So weit ist ausgeleuchtet. Macht ja auch noch ein paar hin. Haben wir schon in Flucht. Oh, ich habe schon wieder Hunger. So, falls da irgendwelche Zombies spawnen, sollen die mich nicht unbedingt hier ärgern. Die Zeit reicht nur, um die Erdblöcke hier durchzusieben. Und dann hauen wir auch noch gleich die Gravelblöcke durch. Mal gucken, wie viel da rauskommt. Fuck. Wir haben den Hammer kaputt gemacht. Jetzt müssen wir uns wieder einen Hammer aus Cobblestone craften. Und damit haben wir nur 2 Stone. Kabel. Ja, toll. Hammer gut gemacht. Die wichtigste Ressource habe ich eigentlich verschwendet, indem ich damit auf die Monster gekloppt habe. Einfach nichts, was wir machen können. Wir müssen auf 2 Iron Ore warten. Wir können bestimmt auch irgendwie eine andere Schere machen. Aus Silber. Ja, brauchen wir aber auch. Jeweils 4. Ja, das ist halt unser Problem. Überlegen. Ja, können wir vergessen jetzt im Moment. Da fehlt einfach viel zu viel Zeug.
Ist auch die Frage, was die Monster alles droppen, ja? Wenn ich wüsste, die können hier einen Haufen Zeug droppen, dann würde ich jetzt zuerst die Monsterfalle bauen. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich werde jetzt die nächsten Erde dafür verwenden, da drüben noch eine Baumform zu bauen, dass ich einfach mehr Bäume habe. Das werde ich dann auch offline machen, ja? Also wieder Erdblöcke farmen. Das dauert einfach so mega lang. Und ja, die Aufnahmezeit ist jetzt schon wieder vorbei. Wir können hier noch. Das können wir noch machen. Wir können das Birkenholz, was wir noch haben, das können wir noch hier verschwenden. Sozusagen. Oh, da ist ein Zombie. Das war relativ knapp. Da müssen wir aufpassen hier. Uns die Zombies hier runterhauen. Ja, nämlich etwas suboptimal, um das mal so auszudrücken. So, aber die Plattform nimmt Gestalt an. Wir sind schon relativ weit, finde ich. Ich sollte vielleicht so, warte mal. Da gibt's doch diese. Kann man kurz sicher gehen, dass er kein Zombie ist. Jawohl. Diese Tore gibt's dann nicht. Na, guck, da ist nämlich schon wieder einer. Edgebatch. Oder ist sogar ein Zombie-Villager. Nein, den könnten wir später mit Heiltränken Profession Zombie. Das ist ja geil. Der noch gedroppt. Boah, ich muss eine Farm bauen. Die droppen hier alles Mögliche. Also, nächster Plan. Hier auf. Ich verrate euch nämlich jetzt. Hier auf diese Plattform kommt eine Monsterfalle. Und zwar soll das ein Fernsehturm werden. Ja, so in der Art. So wie ihr euch einen Fernsehturm vorstellt, Berliner Fernsehturm oder sonst irgendwas. So soll der hier entstehen. Das wird eine mega Aufgabe, weil der relativ viel Ressourcen verschlingt. Und ich werde es erstmal alles mit Holz bauen müssen. Aber ja, so ist es halt. Guck mal gerade, wie das. Ja. Das Holz könnte man auch ein bisschen benutzen. Müssen wir halt noch ein paar Akazien anpflanzen. Ich mache hier gerade mal ein bisschen Platz. Pflanze mal gleich ein paar Akazien. Und die kann ich ja dann bis zur nächsten Folge abbauen. Auf jeden Fall war es das jetzt auch schon wieder von dieser Folge Minecraft Skyport. Guck, jetzt habe ich es getan. Minecraft Sky Factory. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.